Herzlich willkommen zurück im Live-Blog bzw. herzlich willkommen zurück zur virtuellen Stadtführung durch Berlin. Wie ihr seht, bin ich jetzt endlich am Brandenburger Tor, hier hinter mir wahrscheinlich dem Wahrzeichen von Berlin angekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zu DDR-Zeiten konnte man tatsächlich nicht an das Tor ran. Heutzutage kann man wieder hingehen, kann durchlaufen und kann sich das Ganze aus der Nähe anschauen. Und ich muss sagen, ich bin vorhin durchgelaufen und gerade wenn man unten drunter steht, ist es wirklich wahnsinnig riesig und faszinierend, dieses Tor. Außerdem sind davor und dahinter wunderschöne Plätze, wie hier zum Beispiel der Pariser Platz, der auch absolut zum Verweilen einlädt und einfach sehr, sehr schön ist. Außerdem sind noch ein paar Botschaften drumherum. Hinter euch ist zum Beispiel die amerikanische Botschaft. Und auch sonst ist es einfach ein wunderschöner Fleck, um ein bisschen Zeit zu verbringen. Außerdem war das jetzt leider auch schon der letzte Stopp meiner virtuellen Stadtführung durch Berlin. Denn für mich geht es in ein paar Stunden zurück nach Bayern, raus aus unserer Hauptstadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Stopps haben euch gefallen und ihr konntet ein paar neue Sachen über Berlin erfahren.